Hallo, nochmal Ihr Kenkedau-Studio für Selbstverteidigung. Leute, die können sich vom absichtsvollen Fetischieren nicht befreien und meinen damit, dass sie jeden im Griff haben und haben manchmal Lust und Glück. Leute, arglistig zu piesacken, was schon private Schäden oder körperliche Schäden nach sich führen kann, die dann auch den Selbstverteidigungsplan wachrufen. Da hilft es meistens, sich so auszuschütteln und dann mit der Faust über den Kopf zu fahren, was diese Art Gegner in rückwärts bringt. Wo man den dann sagt, so möchte ich ja nicht zuhauen und lass es gut sein. Diese Leute haben meistens Artgenossen, die einen dafür dann, dafür, dass man sich nicht zwicken lässt, auf die Nase hauen wollen. Da weiß ich nicht genau, also so Nasenboxer fordert einen zum Duell heraus und haut einen dann so kurz auf die Nase und es fühlt sich super rechtschaffend damit. Wenn man diese Herausforderung nicht annimmt, setzt er sein entsprechendes Umfeld ein, um einen eben sozial zu schädigen. Wenn man diese Herausforderung annimmt, sollte man nicht denken, dass man mit Karate oder Kung Fu die Nase verteidigt, sondern die Fäuste eben so, wie die Nase ist, bewegen und den ordentlich was auf die Fäuste hauen. Wenn die Fäuste dann 3-4 Mal blau werden, dann hört er auf damit. Dann gibt es Leute, denen darf man sich nicht demokratisch-rechtlich öffnen, wenn man was zu sagen hat, was man wirklich sagen sollte. Dann gibt es dafür voll einen auf den Hals. Oder wenn man entgegenkommt ist und entgegenkommt, hilfsbereit guckt, dann kriegt man dafür eine Kopfnuss. Gegen diese Kopfnuss hilft eine entsprechende Demut. Demut stößt sich die Kopfnuss den Kopf auf und für die Leute, die ein, wenn man sein, das öffentliche Recht sagt, auf den Hals hauen, hält man nur die Fäuste vom Bauch unter der Brust und stellt sich etwas schräg. Damit ist dann Jochbein und Hals geschützt und die Blocks gehen auf den Unterarm. Sowas nehmen meistens begeisterte Kampfsportler zum Anlass, solche Leute zu quälen, indem sie einen schönen Highkick mit der Fußspitze zur Schläfe ausführen. Dazu hält man den Unterarm etwas fest, aber locker einfach nur raus. Ist immer härter als der Kick. Wenn der Unterarm angespannt ist, tut's weh. Wenn er nur kurz angespannt wird und locker in dieser Festigkeit rausgehalten wird, ist er immer fester als der Kick und findet automatisch die Spur, um den Angreifer zur Rede zu stellen oder zur Frage zu stellen. Das war nochmal Ihr Kenkedau Selbstverteidigungsstudio. Auch wenn dann einer meint, sie würden seiner Freundin im Weg stehen und er will sie dann im Schritt treten, hilft es immer gut, mit den Ellbogen die Knie zu heben und dann die Arme runterzulassen und die Knie flexibel zu halten. So wird jeder Tritt leicht abgefangen und
durch den Folgekick beantwortet. Das war nochmal Ihr Kerngedauer, Selbstverteidigungsstudio. Auf Wiedersehen.